Hey Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Sims 3. Ich bin jetzt hier bei Erstelle einen Haushalt und zwar, weil ich eine Aufnahme gemacht habe, wo ich schon alles erklärt habe und dann habe ich das Versehen gestoppt. Und ja, es sind ich noch mal ein paar Infos. Irgendwie funktioniert der Ton nicht. Zurück zu Standard, nicht stumm. Geht einfach nicht. Den Grund weiß niemand so genau. Nee. Vermutlich geht er ja bei euch, aber bei mir nicht an. Ich habe in einer Stadt namens Riverview angefangen. Die habe ich gedownloadet. Das haben vermutlich die wenigsten von euch. Also nicht in Sunset Valley, der Standardstadt von Sims. Ganz eigene. Und ja, willkommen bei Let's Play Sims 3. Will ich mal sagen. Ich will es trotzdem noch gucken. Also, es geht einfach nicht. Okay. Hier können wir jetzt verstellen. Dann machen wir jetzt episch. Sonst, ja. Nee. So, lange. Tut's doch. Aber was mich echt anfuckt, ist dieses mit den. Das hier. Also, das ist wirklich voll das Rätsel. Gut, fangen wir mal an mit der Stelle 1. Sim, ich nehme jetzt eine Stunde auf. Ich habe auch schon einen Timer gestellt. Ist jetzt nicht mehr ganz eine Stunde, weil ich hier schon aufgenommen habe und ich kann das jetzt nicht mehr alles zurückstellen. Könnte ich schon, wäre aber ein bisschen zu aufwendig. Du müsstest nochmal neu anfangen und was weiß ich. Also, ich würde jetzt mal sagen, create new Sim und fangen wir mal an. Also, fangen wir mal an. Also, ich erstelle jetzt mal eine Familie, die ich damals auf meinem Spielstand hatte, die nennt sich Knockers. Da fangen wir an mit der Samila. Samila ist eine erwachsene Frau. Und ja, fangen wir mal da an. Ja, die ist ein bisschen. Ja. Muskeln. Nee, die ist ganz schwach. Und ja, da können wir auch noch ein bisschen. Und hier auch noch. Ja, ich sag schon nichts mehr. Oder hier, schauen wir sich mal das an. Machen wir es lieber so. Gut. Ha. Jetzt geht's an das Ha. Nein, ich will mir nichts kaufen. Ach ja, ich benutze keine Sims 3 Addons. Wollte ich auch nochmal sagen. Gut, jetzt geht's an das Ha. Was nehmen wir denn da? Was passt denn da zu unserer Samila? Passt das? Ja, das könnte gut zu ihr passen. Gucken wir mal. Ändern wir da ein bisschen was? Also. Oh, das ist das dort oben. Das machen wir. Es geht so leicht. Nee, so. Ja, so ins Kackbraun geht das über. Dann hier natürlich auch. Wow. Wo ist es? Was ist es hier? 43, gut. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen gleich. Oder probiere gleich zu machen. Ach was. Jetzt machen wir es. Du kommst so, du auch so. Jetzt machen wir mal alles schnell braun. So, jetzt gehen wir ins Detail. Ansatz. Was ist das da oben? Das können wir eigentlich ein bisschen heller. Naja, schwarz. Ja, mehr keine Sau eigentlich. Gut. Hier die Basis, die passt schon. So, schon, egal. Strähnchen. Machen wir ein paar rote Strähnchen rein, damit sie richtig verrückt aussieht, so wie es jetzt auch gehört. So, so. So sieht es richtig kacke aus. Gehört auch. Ich bin ja schon voll verliebt. Ich liebe dich. Und die Spitzen, die können wir ganz rot. Die gehören ganz rot für mich. Ganz, ganz rot. Ja. Annehmen. Passt doch schon. Vielleicht lieber eine andere Frisur? Nee. Ja, egal. Jetzt gehen wir mal Augenbrauen und Wimpern. Ich glaube, passen die so? Was passt denn zu ihr? Sowas passt. Aussehen. Jetzt geht es an das zweite
48 Wichtigste. Was nehmen wir denn für ein Gesicht? Nee, so ein, ja, ich bin schon sehr verliebt. Das passt doch. Hier haben wir noch erweitert. Gesichtsprofil. Was ist das? Das machen wir so. Kopfbreite. Das machen wir auch so. Gesichtshöhe. Das passt auch so. Soll er aussehen wie ein Alien? Wird sich jeder in sie verliebt. Boah, ich bin schon voll verliebt. Augen. Was passt denn dazu hier? Sie ist ja eher so der Herbsttyp. Das bei Sims 3 schwierig wird es, dass man zu jedem Charakter muss man eigene Stimmen hinzufügen. Muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Was passt denn zu Samila? Die Samila ist jetzt sowas. Das ist jetzt die Stimme für Samila. Seid ihr alle dabei? Gut. Augenfarbe. Gut, die Augenfarbe wird ein bisschen. Sieht richtig krank aus. Boah, voll der Vampir. Jetzt geht er erstmal so eine Runde. Das mit dem Rot sieht schon ziemlich krass aus. Vielleicht so. Das Rot wäre vielleicht ein bisschen zu extrem. Wow. Das ist vielleicht ein bisschen zu extrem. So passt das. Gut, jetzt haben wir das auch und ich bin schon voll vom Mauspad weggerutscht. Fällt mir gerade so auf. Also, ach, da gibt es eben Augengröße. Wow. Dann macht man es lieber. Aha. Ja, machen wir lieber so. Augenhöhe. Das machen wir auch so. Soll er nicht ganz behindert aussehen? Was ist denn das? Boah. Jetzt machen wir das. Das ist ja krass. Machen wir es lieber so. Das Näschen. Ja, sowas. Nee. Ach, so passt das. So ist es doch ganz perfekt. Nasenhöhe. Och, wie ein Schwein. Ja, so ist das. Noch bis so. Ich lache mich gerade tot. Ja, kein Wunder, dass der Mann sie verlassen hat. Also die Nase. Die Nasenlänge. Was wollen sie mit dem? Geht das mal so. Ach, da geht es ja noch weiter. Nasenfülle. Okay, da kann man auch so. Nasenrundung. Wow, das ist ja eine richtige Sau. Wow. Das machen wir dann mal so. Nasengröße. Wow. Ich lache mich gerade tot. Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das, liebe Leute? Was ist das? Das ist ja nicht mehr normal. Mach mal so. Ich habe noch nie so viel Zeit in ein einzelnes Sim reingesteckt. Ich weiß auch gar nicht warum, dann ist es der Hammer. Ja, der Mund. So einer vielleicht. So einer, der passt doch perfekt. Mundbreite, das machen wir lieber so. Mundhöhe. Ja, so. So, nicht ganz so hässlich. Die Mundtiefe ist ja egal. Ich bin auch noch nicht der erfahrene Sim-Spieler. Ich spiele es seit, glaube ich, ein Jahr. Aber ja, Mundform.
Ja, das macht man so. Modifizieren, nein, so. Und Winkel. Ja. So, und Mundwinkeltiefe. So. Äußerliche Details. Mach mal Schönheitsflecken. Ja, du bist ja so eine hübsche, du. Altersdetail. Nee, das macht man nicht. Schönheitsflecken, die braucht ihr auf jeden Fall. Das gehört zu der. Make-up. Ich bin ja nicht so der Experte. Ich meine, nach dem Aufstehen, da wird ein bisschen Wimpern schön gemacht und was weiß ich, was ich da so mache. Ich bin ja schon uralt. Ich bin ja schon ein alter Opa, wisst ihr ja. Was macht man denn da? Ja, schafft man das vielleicht mit Hautfarbe? Vielleicht. Ja, das kann man so lassen. Eyeliner, was ist denn das schon wieder? Oh nee, das lässt sie mal. Macht lieber unser Emo-Girl. Machen wir auch so ein Emo-Girl. Wir machen einen starken Jungen, Emo-Girl und eine. Ja. Boah, ja, das lassen wir auch so. Lippenstift. Nehmen wir einen Kackbraunen. Ja, sieht aus, als ob sie gleich absterben. Ach, die Arme. Was ist das? Kostüm-Make? Was ist denn das? Was ist denn das? Na, so, na, dann macht man lieber nix. Ja, Tätowierungen, das ist ja toll. Das kann man so einstellen, so auf dem Arsch halt. Wo macht man denn das? Das machen wir lieber da unten so. So einen kleinen Schmetterling, und den machen wir natürlich noch viel größer. Oder ganz klein? Je, viel größer. Gut. Also, ich muss da gerade ein bisschen. So, und hier oben war das. Oh, nein. Hier war das. Da machen wir nix. Jetzt geht es um die Arme. Linke Seite. Fangen wir mal oben an. Da nehmen wir das. Und da nehmen wir das. Da nehmen wir das. Da nehmen wir das. Jetzt geht es an die rechte Seite. Da fangen wir irgendwie an. Und dann so. Dann so. Dann so. So ist doch eine richtige Schönheit. Und jetzt noch. Ja, so ein kleines Sinnzeichen sieht da nach vorne. Passt doch auch. So, das sieht ja. Ja, ist perfekt für sie, möchte ich mal sagen. Ich bin schon ganz verliebt. Okay, weiter geht's. Kleidung, ja, das hat die Kleine da ganz nötig. Alltagskleidung. Nee, ein Kleid nehmen wir da nicht. Was nehmen wir denn? Ja, natürlich so. Ja, Kokosnuss top. So schaue ich aus, natürlich. Ist das was Passendes für sie? Da wären die ganzen Tattoos noch da. Und das sieht ein bisschen heraus. Und Schmetterlinge hat sie drei. Eins, zwei, drei. Ja, viel zu viel auf jeden Fall. Das kann man so lassen. So, die Hose. Röckchen. Nee, dann nehmen wir schon eine ganze Hose, bitte. Ja, so sieht das gut aus. Outfits. Oh, nein, das. Schuhe. Können wir sich. Ja, die Schuhe sehen. Suchen wir auch aus. Was nehmen wir denn für Schuhe? Die da vielleicht? Nee. Das ist ja was fürs Ausgehen. Nimm mal solche. Nee, so solche. Ja, die sehen perfekt aus.